zweiten Lauf die Großoffensive der Österreicherinnen ein. Taktieren ist nicht ihre Sache. Die 23-Jährige reizt in jedem Lauf das Risiko bis zur Grenze aus. Görgel jagte die Bestzeit ihrer Teamkollegin Michaela Kirchgasser. Das Risiko lohnte sich. Ihr Bruder Stefan hatte vor einem Monat seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Elisabeth Görgel ging zunächst einmal in Führung und träumte vom großen Coup. Die Konkurrenz war gefordert und teilweise überfordert. Tina Maase, die Siegerin von St. Moritz, Renate Götschl, Anja Persson, sie alle scheiterten an der großen Aufgabe. Österreich hatte bereits einen Podestplatz auf sicher, als Marlies Schild die Bestzeit von Görgel attackierte. Und wie? Der zweite Lauf war noch besser als der erste. Marlies Schild völlig entfesselt, sie baute ihren Vorsprung sogar noch aus und stellte Tanja Poutiainen vor eine große Herausforderung. Der kleine Vorsprung der Finnin aus dem ersten Lauf war bei der Zwischenzeit schon weg. Ein Unentschieden vor dem letzten Teilstück. Hier zeigte Tanja Poutiainen noch einmal ihre ganze Klasse und hielt der führenden Marlies Schild entgegen. Es reichte aber trotzdem nicht. Poutiainen auf Rang 2 und wenigstens mit der Führung im Gesamtweltcup belohnt. Die Österreicherinnen und allen voran Marlies Schild hatten aber mehr Grund zum Jubeln. Der Exploit von Schild im Riesenslalom ist bemerkenswert.